Frühmorgens stehen wir am Bahnsteig 6 auf dem Tübinger Hauptbahnhof und freuen uns auf ein besonderes Spektakel, das uns erwartet. Wir nehmen heute an einer besonderen Dampfveranstaltung der Eisenbahnfreunde Zollernbahn und des Bayerischen Eisenbahnmuseums teil. Unter dem Motto »Mit Ost und West ans Schwäbische Meer« fahren wir mit einem Sonderzug vom Ulmer Hauptbahnhof durch das Donautal nach Tuttlingen, von dort über die Gäubahn und Schwarzwaldbahn nach Singen, um über die Bodensee-Gürtelbahn nach Friedrichshafen zu gelangen. Jedoch geht es am sehr frühen Morgen erstmal mit dem Zubringerzug von Tübingen und einer 218 nach Ulm, den wir dann über die Geislinger Steige gegen 8.22 Uhr erreichen. In Ulm werden dann die beiden Flügelzüge zu einem 11 Wagen langen Sonderzug vereint. Von Ulm Hauptbahnhof geht es dann mit den beiden Schnellzuglokomotiven der DB Neubau Kessel 001-180-9 und der DR Reco 01-1519-6 in Vorspann- und Schnellzugtempo durch das Donautal. We'll be right back.
In Blaubeuren musste der Zug einen kurzen Betriebshalt einlegen, aufgrund einer anstehenden Zugkreuzung. In Schelklingen werden dann beide Maschinen vom Sonderzug abgekoppelt, um zum Wasserfassen in das Bahnhofsvorfeld rangieren zu können. Aufgrund der fehlenden Bahninfrastruktur übernimmt die Feuerwehr Schelklingen den heutigen Befüllungsvorgang der beiden Dampflokomotiven mit Wasser. Der Bahnhof Schelklingen ist ein kleiner ländlicher Bahnhof an einer eingleisigen Strecke zwischen Ulm und Tuttlingen. Es stehen noch die beiden alten mechanischen Stellwerke und der alte Güterschuppen, die typisch sind für einen solchen Bahnhofstyp. Nach Beendigung des Wasserfassens in Schelklingen geht es weiter im Schnellzugtempo durch das untere Donautal über Ehingen nach Sigmaringen.
vom Dampfsonderzug aus sehen wir bei der Durchfahrt des Sigmaringer Bahnhof das berühmte Sigmaringer Schloss und treffen immer wieder auf die bekannte Donau. Entlang der Donau mit seinen markanten Felsformationen schlängelt sich unser heutiger 11 Wagen langer Sonderzug mit zwei Schnellzuglokomotiven der Baureihe 01 durch das Donautal. Auch den Bahnhof Hausen im Tal durchfahren wir ohne Betriebshalt, um über Friedingen weiter nach Tuttlingen zu fahren, wo wir das Donautal verlassen, um über die Gäu- und Schwarzwaldbahn sowie die Bodensee-Gürtelbahn den Bahnhof Friedrichshafen zu erreichen. In Friedrichshafen angekommen, steht ein weiterer Wasserhalt auf dem Fahrplan. Lange ist es her, dass hier im Südwesten zwei Dampfloks der Baureihe 01 mit 11 Wagen unterwegs sind. Am späten Nachmittag geht es dann über die Südbahn zurück nach Ulm, wo der 11-Wagen-Zug wieder getrennt wird und die Einzelzüge dann zu ihren Ausgangsbahnhöfen nach Tübingen und Nördlingen zurückfahren. Wir möchten uns bei der EFZ und beim BEM für die Organisation einer solchen aufwendigen Sonderfahrt bedanken. Ebenfalls gilt unser Dank dem Lokpersonal für die sehr beeindruckenden akustischen Eindrücke ihrer Maschinen. Also bis bald, eure Eisenbahnnostalgie.